Mutter! Mach die Muggel lauter! Was geht ab, Leute? Hab ich gerade geschmuckt? Schneid es raus. Nein. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Mit meiner Mutter zusammen. Mama, sag mal kurz Hallo. Meine Mama. Hallo. Meine Mama hat uns abgeholt und wir holen jetzt noch ihren Mann ab und dann fahren wir los zum Flughafen und dann geht's heute für uns nach Istanbul. Und wir freuen uns schon. Also wir nehmen euch wieder ein bisschen mit auf der Hinreise und dann auch am Flughafen. Und ja, wir freuen gespannt. Uns riesig. Warum? Ich bin doch gar nicht, ihr fliegt doch nach Hawaii. Aha, schön, wär's mal. Mama. Alman Witz. Wir haben jetzt unsere Tickets und jetzt geht's los. Wir laufen jetzt zum Terminal. Eigentlich fliegen wir von Terminal 1, das hat aber geschlossen. Jetzt müssen wir zu Terminal 3 rüber. Jemand hat was verloren. Genau, und dann, hey Leute, ich bin so aufgeregt, Mann. Aber eigentlich ist es einfach witzig. Alles klappen, gell, Schatz? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Leute, wir sind gerade im Flieger. Und mein Engel hat überhaupt keine Angst gehabt dieses Mal. Maschallah. Ich probiere keine Angst haben. Leute, ich habe einfach eine Socke für mein Handy, weil mein neues Handy noch keine Hülle hat. Und guck mal, welchen Platz ich bekommen habe. Mein Fernseher funktioniert einfach nicht. Türkisch Airlines, Reklamation ist raus. Hallo, kennen wir Business Klasse, hallo. Boah, es funktioniert, Leute. Klappt es jetzt doch? Mehr danke dir. Leute, das Essen ist jetzt gekommen und ich hatte richtig Glück, ich habe die letzten Nudeln bekommen. Man kann da kaum noch Bänder dran machen. Das bin ich. Wir anschauen und dann sind wir gestern jetzt. Ich kriege das Essen ja auch Türkisch bei Türkisch rein. Das sind meine Nudeln, yummy. Und das ist immer sein. Oh, lecker. So, Leute, wir sind jetzt im Basler Makarhaus in Nishantasche. Und ich zeige euch einfach mal das Essen hier. Das ist so geil aus. Hatte die und Ines waren schon mal hier letztes Jahr und die hat uns das jetzt empfohlen. Und es sieht so nice aus und das Basler hat so lecker geschmeckt. Wir haben schon probiert. So, Leute. Und das Essen wird immer nachgerollt, immer. Da kommt jetzt noch was. Wir haben gesagt, was. Unlimited. Sınırları zorlayacağım. Okay, hadi. Bitince geleceğiz. Oh, ben çabuk. So, Leute, sieht mittlerweile unser Hotelzimmer aus. Also es ist wirklich ein reines Chaos. Aber wir haben auch wirklich extrem viel geshoppt. Hier sind ein paar Sachen, da stehen Tüten, da hinten stehen Tüten. Ich sag mal so, da wir das Hotel nicht wirklich weiterempfehlen wollen oder können. Hier ist das Bad. Es nicht so empfehlenswert finden, reden wir jetzt auch gar nicht über das Hotel. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch raus. Wir werden jetzt heute zum Taxi noch gehen. Wir warten gerade noch auf Hatice und Ennis und dann gehen wir hoch, ein bisschen spazieren, den letzten Tag genießen und dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Evet canlar. So, unser letzter Tag in Istanbul hat angefangen. Wir sind gerade auf dem Weg hoch zum Taxi, also unser Hotel. Ups, unser Hotel war in Beyoğlu. Bei Peda oder so heißt das. Gell, Peda war das? Ja, so eine genau. Kette. Also. Und wir laufen jetzt gerade hoch zu Istiklalcatesi. Wir wollen nämlich alle zusammen was frühstücken. Und mal schauen, was wir danach machen. Ich denke, wir werden ein bisschen Taxi spazieren, gell? Yes, vielleicht und auch Go-Kart fahren. Genau, heute Abend werden wir vielleicht Go-Kart fahren. Also Ende schlägt immer solche crazy Sachen vor. Gestern waren wir schießen. Davor waren wir in so einem komischen Spieleland, wo wir auch Zombies abgeschossen haben. Virtuell. Und ja. Ines ist halt noch ein Kind, weiß ich nicht mal. Und heute wollen wir dann. Leute, das sind so viele Almans in Istanbul. Aber so richtige Almans, wie Marisa. Ja. Ist doch schön, freue ich doch, dass die alle kommen. Ja, freue ich mich. Genau, und wir nehmen euch heute ein bisschen mit. Und ja, hoffentlich gefällt euch der letzte Tag-Vlog. So, Leute, wir sind jetzt im Esmer-Chef und wollten was frühstücken gehen. Was haben wir uns ausgesucht, Leute? Ich habe mir so ein Avocado-Brot ausgesucht zum ersten Mal. Normalerweise esse ich sowas nicht, aber ich probiere es mal aus. Sah wirklich lecker aus auf dem Bild. Und dann haben wir noch Selbenkarwald in die Mitte, aber so ein kleines.
Und ja, ich zeige euch gleich mal das Frühstück. So Leute, das ist mein Avocado-Toast. Ich habe schon reingebissen, deswegen sieht es so aus. Das hier ist Menemen in einer anderen Farbe. Walla, ich habe noch nicht so ein Menemen gesehen. Mal gucken, wie es schmeckt. Das ist unsere Käseplatte und hier ein kleines Zeltbekarotte. Auf ihr Dosen, bis sehr. Inshallah, auf ihr Lob. So Leute, wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt laufen wir gerade ein bisschen am Taxim rum. Sag, wo man nicht einkaufen darf. Also Leute, da nicht einkaufen. Ein Taco-Set, der hat 800 Tele gekostet, wartet ihr? Hey, das waren einfach 60 Euro. Leute, einfach 60 Euro umgerechnet für so einen Oberteil und so eine Hose im Set. Also ein Zweiteiler, aber wirklich das gleiche Set haben wir auch in Pasal gesehen für 200 Tele, also für 600 Tele weniger, günstiger. Und deswegen, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Wir gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen was shoppen können und dann später wollten wir nach Badstadt und Go-Kart fahren. Und was wollt ihr heute Abend noch machen? Ach genau, den letzten Abend wollten wir noch in Ortaköy verbringen. Wir waren einfach nicht einmal in Ortaköy dieses Jahr. Ja, Mann, übel. Danach Waffelessen noch. Einen. Hey, das machen wir echt. Das wäre ein richtig schöner Abschluss. So, Janla, wir holen uns jetzt noch Churros, oder wie das heißt. Und ich zeige euch mal, wie lecker das aussieht. Yummy. Wird das online nicht diyorum, yani ne oluyor? Zimt. Ah, evet. Üstüne şey olsun. Çikolata sos. Nutella. Nutella mı bu? Nutella. Tamam olsun, evet. Okay, das ist yummy. Bir de üstüne antep fıstığı yapalım, değil mi aşkım? Telefonu yer misin? Hayır. İyi bir bomba yoksa. Oh. Mmm, yummy. Bir de üstüne biraz antep fıstık da. Başka bir şey olsun mu? Yok değil mi? Yok, dolu oluyor. Evet, bitti. Teşekkür ederim. Biraz da beyaz ister misiniz? Yo, böyle çok güzel oldu. Oh. Gayet. Oh my god, Leute, yummy. So Leute, taste test. Schmeckt. Schmeckt wirklich gut. Wirklich gut. Hocam seni fame yapacağım ben. Selam bir şeyler söyle. Selam ver birisine. Ya selamun aleyküm. Bir tane ondan verebiliriz. Aleyküm selam. Al hocam şunu da vereyim. Bir tane vereyim mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Whole country. Good. Yes, Deutschland. Leute, wir gehen jetzt kurz in diese kleine Jam hier in der Ecke. Von 1594. Das ist eine Mini-Moschee in Taksim. So, und hier ist der kleine Bereich zum Abdest nehmen. Also für die Waschung vom Gebet. Sieht auch richtig süß aus. Ich finde irgendwie so kleine Jamis oder so kleine Moscheen haben auch einen richtig schönen Flair. Einfach so zwischen ganz vielen Häusern. Sieht richtig süß aus. Leute, wir sind jetzt ganz oben von Taksim. Die sieht so schön aus. Dilli! Mein Papa denkt sich, hier sind Abis. Evet, vlogu aldık Enes kardeşimle. Şu anda Halic'in üzerinden Emin önüne doğru gidiyoruz. Ve çok güzel bir şarkı söyleyen arkadaşımız var. Yalnız sesini duyamıyorsunuz. Hallo yarıda. Ya ich glaube schon, dass es ist. Das ist glaube ich der, ja. Evet. Mach weg von der ganzen. Evet. Fenomen Hatice Hanım da burada. Hatice Hanım bir şey demek ister misiniz kameraya? Her yerde tanıdık çıkıyor. Bir şey söyleyebilir misiniz? Takipçilerinizin hepsi organik mi? Neydi? Takipçilerinizin hepsi organik mi? Hepsi organik. Öyle mi? Evet. Gluten fry? Laktozlu fry. Arkadaşlar, egal wo wir sind, diese Hatice'nin Enes, die kennt jeder, Alter. Siz ihn bekannt mı oder? Ich mach bald Auge. TikTok'ta 200 bin kişiyle beraber, ooo. Hey, der kommt hierher. Valla, der sollt. So Leute, wir sind jetzt mit der Metro nach Badelar gefahren. Und so sieht's aus. Wir werden jetzt hier Go-Kart fahren, aber Leute, wir sind alle so müde. Was ist denn Elde? Ah, wir sind alle so müde, Leute. Wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken. Ich
So Leute, wir sind jetzt angekommen bei der Go-Kart-Bahn. Olympic Go-Kart heißt es. Und das sieht wirklich riesig aus. Mal gucken, wie es drin ist. Aber wir freuen uns jetzt richtig mal was anderes. Leute, zieht Maske an! So, Freunde, ich habe euch gesagt, hier ist der Sieger. Sieger steht fest. Und da zwei sind die Loser. Kanka, sei mal. Die kürzesten Runde. Ja, die kürzeste Runde hast du gemacht. Aber wer hat das Rennen gewonnen? Wer hat das Rennen gewonnen? Ich natürlich. Derjenige, der die kürzeste Runde gewonnen hat. Gewinnchampione ist Marisa. Marisa, Gewinnchampione. Die ist kurz angehalten. Leute, meine Hände. Marisa mitten auf der Warte hält an, um Hände anzupassen. Unsere Hände sind gerade alle so am Kribbeln, gell? Auf jeden Fall, Leute, können wir das weiterempfehlen zu 100%. Das war wirklich richtig cool. Die Bahn ist richtig geil und auch die Go-Karts sind richtig klasse gewesen. So, Leute, wir sind schon wieder am Taxiplatz, weil wir doch nicht nach Oaxaca gegangen sind. Es war einfach zu stressig. Wir mussten noch die Koffer packen und jetzt nochmal nach Oaxaca zu fahren. Wir müssen morgen um 5 Uhr losfahren oder um 6 Uhr zum Flughafen. Deswegen wird es nicht mehr reichen. Aber jetzt sind wir noch jetzt hier. Billy. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Wir haben jetzt Sonntag, den 30. und heute ist unser Rückflug. Und unser Taxifahrer ist auch schon da. Wir haben so ein großes Auto gemietet, dass wir alles zu viert gemeinsam zum Flughafen fahren können. Und ja, jetzt gucken wir mal. Also das ist das Auto. Richtig fancy, Leute. Die heißen Black ist VIP hier und einfach mit Fernseh. Also richtig schick. Der Herr ist auch richtig nett und ich denke, er fährt jetzt zum Flughafen, ne? Also richtig schön, Leute. Einmal Fußballer-Feeling, warte. Eine. Richtig cool. Guck mal, Leute, richtig fancy. Hier ist unser Fernseh. Das hatte ich ja. Was hatte ich? Das Fuß. Schau mal, wie zu. Man kann hier alles mit dem Touchpad einstellen. Richtig geil. Ja, ich weiß, was witzig ist, wenn ich hier drauf drücke, dann geht das nach hinten und die Tür raus. Ja, mach mal. Das machen wir echt. Es gab doch bei Fast and Furious, du hast Knopfdruck gedrückt, dann haben wir da diese Schleudersitz. Allah. So, John Lad, wir sind jetzt gut angekommen. Die Fahrt war wirklich mega. Also, es war richtig angenehm und es ging super schnell. Wir hatten überhaupt keinen Verkehr, also keinen Traffic. Und jetzt sind wir schon am Flughafen. Leute, wir haben heute echt viel Gepäck. Wir haben gerade den roten Koffer gewogen und der wiegt 30,7 Kilo. Wir haben echt Angst gehabt, dass es über 35 ist, aber ja, 30,7. Ich denke, das lassen die durchgehen. Inshallah, bakalum. Und ja, jetzt checken wir mal ein. Das ist eine riesen Schlange. Aber Hatice hat Hunger, deswegen. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall eingecheckt, haben unser Gepäck abgegeben und jetzt haben wir hier uns was zum Essen bestellt. Und zwar gibt es Sandwich. So, das sind unsere Brötchen. Yummy. Dear passengers, due to weather conditions, please return to your seats and keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are off. Thank you. So, Jamal, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Es ist jetzt schon 16 Uhr, wir sind eigentlich um 12 Uhr oder um 11.45 Uhr. Nee, sorry, um 10.45 Uhr sind wir gelandet vom Elfe. Und ja, unser Gepäck ist nicht mitgekommen. Das steht noch in Istanbul, also unser Gepäck. In Istanbul gab es bei der Gepäckabgabe ein paar Probleme. Das Gepäckband ist nicht mehr gelaufen, also das war irgendwie kaputt. Und Emdach meinte dann noch zu der damit am Schalter in Istanbul, ob unser Gepäck wirklich ankommt in Deutschland, weil die das einfach so an die Seite gestellt haben. Und sie meinte so, ja, gar keine Frage, natürlich kommt es an. Und dann sind wir gelandet in Stuttgart und Hatice und Enes, ihr Gepäck sind Gott sei Dank angekommen, aber unseres steht noch in Istanbul. Wir mussten das dann aber melden und haben dann gesagt, wie es aussieht und unseren Namen nochmal dort gelassen in der Gepäckermittlung. Und jetzt heißt es, dass das jetzt zwischen 1 und 5 Tagen hier bei uns ankommen sollte. Also es wird dann per Post zugeschickt.
vom Stuttgarter Flughafen aus zu den Leuten nach Hause. Also es sind nicht nur wir, es haben ganz viele kein Gepäck bekommen. Ich sage die ganze Zeit Gepäck, also sanki acceptum Gepäck. Aber ich meine natürlich Gepäck. Und ja, wir sind so kaputt und so müde, dass wir jetzt erstmal schlafen werden. Jedenfalls beenden wir hiermit das Video. Und bleibt gesund, passt auf euch auf, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, wir haben euch lieb.